Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Ja, heute beschäftige ich mich mit dem BTW Battles in Wolves Mod. Ja, was kann ich zu dem sagen? Ja, er ist vollgestopft mit lustigen und geilen Zeug. Und ja, er ist einfach nur geil. So. Ich zeige ihn euch hier auf der Seite von minecraftforum.net. So. Ihr seht schon mal kompatibel mit 1.2.5, der Name des Mods und die Version und wann er geupdatet wurde. Ja, hier habt ihr dann den Download-Link, Mediafire, dann hier den Modloader, den braucht ihr dafür. Dann gibt es noch Buildcraft, aber wir beschäftigen uns ja jetzt mit Battles and Wolves. So, hier habe ich noch meinen anderen Link vom Minecraft Modloader auf ship.de. Ja, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr wollt. Aber naja, kann ich jetzt schließen. Ja, so, wie installiert ihr jetzt den Modloader? Ihr drückt einfach Windows-Taste R, gebt, kann ich nochmal zeigen, Prozent, App, Data, Prozent, Strichpunkt, Minecraft ein. Und dann ist hier schon auch der Punkt Minecraft Ordner. So. Dann geht ihr auf Bin, Minecraft oder Minecraft Jar. Diese Datei müsst ihr mit, kann ich nochmal zeigen, ja. Könnt ihr mit öffnen mit WinRAR-Archiver. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Öffnet einfach mit WinRAR, dann kann es auch funktionieren. So, dann drückt ihr beim Modloader einfach Strong und A. Und während ihr Strong gedrückt haltet, klickt ihr oben auf, das ist der, das ist ein Verknüpfungsordner. Wenn ihr da Doppelklick drauf macht, dann kommt ihr zu dem Ordner, der davor war. Und dann zieht er das einfach hier rüber. Einfach kopieren. So. Ich habe mir auch schon den Too Many Item Mod dazu geholt. Und ja, jetzt fangen wir mit dem BTW Mod an. So. Das ist ja jetzt nicht so einfach, wie manche denken. Einfach so mal Mods mit WinRAR öffnen und dann ins Mod-Archiv bei Minecraft reinziehen. Nein, so einfach ist es nicht. Ich habe mir den README-Text angeguckt. Da ist es alles nochmal, was ihr machen müsst. Ihr müsst natürlich, Minecraft darf natürlich gerade nicht laufen. Ihr müsst den riesigen Modloader runterladen. Ihr müsst die Minecraft.jar-Datei mit WinRAR öffnen oder, weiß nicht, Java. Den mit der Inf-Ordner löschen. Und ja, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe ja das alles schon gemacht bis zum reinziehen, das heißt, ich habe den Meta-Inf-Ordner gelöscht. So, dann sind wir jetzt hier. Ich kann das nochmal vergrößern, wie das aussieht. Hier sind dann die ganzen Class-Dateien. Hier sind ein Ordner mit Dateien wie Achievement. Und ja, soll uns jetzt aber nicht weiter kümmern. So, die sind alphabetisch geordnet und wir klicken auf den Minecraft Jar-Ordner beim BTW-Mod. Dann seht ihr hier auch wieder Class-Dateien und einige Ordner. Dann drückt ihr wieder Strong A und haltet Strong und klickt auf den obersten und zieht die hier einfach rüber und schon seid ihr fertig. Noch ein kleiner Tipp, damit es auch wirklich funktioniert. Ihr solltet nicht patchen, denn dabei wird ja der Bin-Ordner überschrieben. Oh, weiß nicht was, irgendwas wird da konfiguriert und da funktioniert der Mod nicht. Und ja.